So Leute, heute gibt es eine Challenge und zwar nicht irgendeine, sondern James und ich begeben uns auf mehr oder weniger unbekanntes Terrain. Ja genau, also wir machen heute eine Longest Drive Challenge, aber linksrum. Richtig, hat natürlich auch einen Hintergrund, denn man sollte immer mal wieder auch den Schläger in die andere Richtung nehmen. Richtig, und zwar hat es einen Sinn, das nennt sich bilaterales Training. Wenn ich nämlich immer nur in eine Seite trainiere, dann stärke ich die eine Seite Muskulatur und die andere Seite wird schwächer. Deswegen ab und zu mal Linkshandschläger schwingen, dass ich die schwächere Seite stärke, dann wird die stärkere Seite noch stärker. So, da bin ich mal gespannt, wie stark unsere schwache Seite ist. Du fängst an, jeder drei Bälle und der weiteste Schlag in Totaldistanz gewinnt. Genau, schönes Spiel. Schönes Spiel, leg los. Wow! Und direkt einen Draw drauf. 182 Meter, alter Falter. Ja, war gar nicht so übel. Ich sehe ihn zwar nicht. Ich auch nicht. Mal gucken, was er fühlte sich gut an. 124, ah, ja. Okay. Okay. Okay, ich muss noch ein bisschen nachlegen. Da hat er auch schon ordentlich vorgelegt, der Junge. 182. Meine Herren. Das ist echt glatt. Du solltest eher links herum spielen statt rechts rum. Och komm, nee! Jetzt nicht veralbern. Boah. Der fühlte sich stark an. Der war geil. Komm, komm jetzt. Komm. Oh. Für den ersten hätte er gereicht. 189, oh. Nicht schlecht. Yeses. Boah. 212. Das ist stark. Komm, gib alles. Oh, schade, den hat er sogar gemessen. 13 Meter. Fehlen nur noch 200, Olli. Okay. Das ja, werden gut. Wir wiederholen, mein Freund. Das werden wir wiederholen. Ich werde mal ein bisschen links herum üben, muss sein. Oh Gott, wie peinlich. Naja, aber schön. Also zumindest ein Schlag, der war gut. Der baut mich auf, mit dem jetzt aufzuhören. Das geht auch nicht. Ich werde gleich noch ein paar links herum kloppen. Aber tatsächlich, jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie es dann rechts herum funktioniert. Ja. Also das nochmal als Hintergrund. Genau. Links schlagen, um dann eben auch bei den Rechtshandschlägen noch besser zu performen. Ja. Glückwunsch. Danke.